Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Reich des Ostens. Ja, wir sind im Hauptmenü, weil wir haben nur noch eine Mission vor uns, die wir jetzt erst anfangen, nämlich Tela. Und ja, Tela ist jetzt wirklich die allerletzte Mission. Und wir starten in die Missionsbesprechung. Euer Majestät, Kana ist geschlagen, doch die Schatten ihrer Tyrannei hängen noch über der zerstörten Hauptstadt. Wir müssen Tela zu neuem Glanz verhelfen und meinen Vater Kanas unheilvollem Einfluss entreißen. Wenn wir Erfolg haben, wird Hidun wieder erblühen. Ja. Tela ist nach den Angriffen in einem bedauernswerten Zustand. Doch obwohl die neuen Mauern bereits wieder eingerissen wurden, so hat mein Vater, dank Darius Schatz, die Stadt noch nicht einnehmen können. Hiduns Hauptstadt liegt inmitten einer weiten und trockenen Ebene. Die Umgebung ist unfruchtbar und die Ressourcen denkbar knapp. Aber die Dörfer der Region und der Tempel von Mitraschmir können Tela versorgen, so wie sie es schon immer getan haben. Wir müssen ihre Siedler von Telas Stärke überzeugen und ihnen das Vertrauen in den Anbruch einer neuen Zeit des Friedens und des Wohlstands schenken. Sollten sich die Dörfer uns nicht anschließen, wird Tela untergehen und das Reich zerfallen. Mein Vater wird versuchen, unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir müssen ihn in Gewahrsam nehmen und jedem Hinweis auf ein wirksames Gegenmittel nachgehen. Dies ist die Stunde, die ich lange herbeigesehnt habe. Lasst mich meinen Vater retten und meinem Land Frieden schenken, Euer Majestät. Wäre eine Möglichkeit. Ihr werdet mein Schwert benötigen, um Hiduns fehlgeleiteten Mogul festzusetzen. Wäre ein Argument, aber Marcus hatte in der letzten Mission schon die Ehre, die falsche Göttin festzunehmen. Entsendet mich, Euer Majestät. Tela muss wieder erblühen. Wer verstünde es besser, mit den Dörfern zu handeln? Das stimmt allerdings. Euer Majestät, die Siedler der Dörfer werden meinen Worten und meinen Taten Gehör schenken. Schickt mich und Tela wird wieder erblühen. Meine Kenntnisse der Akim hatten wir nur einmal bis jetzt. Ich liebe es zu... Elias zweimal. Ich benötige... Marcus zweimal. Ihr... Und Saraya auch zweimal. Ich Eigentlich wäre es nur fair, Hake zu dem. Was immer es bringen mag. Da wir mit den Dörfern aber auch Handel treiben, müssten wir Elias die bessere Wahl. Ah. Gut, wir haben gehört, wir haben Ressourcenknappheit. Wir haben auch gesehen, wir haben nicht sehr viel Wald. Also nehmen wir Hakim, damit wir unsere Gebäude billiger ausbauen können. Gut. Wir müssen Tela zu neuer Größe verhelfen, damit sich das Reich von Hidun unter dem Glanz seiner Hauptstadt wieder vereint. Die Dörfer im Umland können uns helfen, die Stadt neu zu errichten. Solange aber Pappat unter Kalas Einfluss steht, wird er alles daran setzen, den Wiederaufbau der Hauptstadt zu stören und unser Bündnis zu zerschlagen. Lassen wir nicht zu, oder? Tela braucht starke Mauern, um schon von Weitem einen prächtigen Eindruck zu machen. Außerdem müssen wir uns vor Pappat und seinen Truppen schützen. Das Dorf Agnapur im Westen besitzt große Steinvorkommen. Lasst es uns aufsuchen. Okay, wir haben wirklich nicht viel hier. Ja, und hier oben gibt es Wild. Wie bauen wir da best Jägerhütte hin? Am besten. Können wir hier eine Straße entlang bauen? Ja, können wir. Er fährt sogar durchs Tor hinaus, sehr gut. Ja, wir haben auch schon eine Metzgerei, die das Wild dann verarbeiten wird. Und wir haben hier auch noch eine Holzfällerhütte. Die könnten wir dann theoretisch abreißen.
Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Ja. Im Westen. Westen ist da drüben. Ei! Und ja, wir haben nicht mal wirklich viel Gold. Sofort. Alles klar. Alles klar. Auf euren Befehl. Wir haben schon lange keinen Fisch mehr auf unserem Speiseplan. Liefert uns geräucherten Fisch, dann werden wir mit euch handeln. Es gibt große Fischgründe im Fluss östlich von Tela. Mhm. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Also Stein kriegen wir dann von dir. Alles klar. Die Holzfällerhütte reißen wir, wie gesagt, ab. Jawohl. Gut, hier gibt es keinen Weg mehr weiter. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Weg mehr weiter. Das heißt... Jawohl. Ja. Wie ihr wünscht. Im Osten von Tela gibt es große Fischgründe, sagt er. Wir haben sogar auch schon eine Gerberei. Ui. Ist unsere Metzgerei schon auf Stufe 2? Ja, ist sie. Auch nicht schlecht. So, erstmal unsere beiden Holzfäller. Oh, der ist schon ausgebaut. Du auch. Gut. Jawohl. Ihr tragt die Farben Telas. Seid ihr hier, um das Unheil zu beenden, das unser verwirrter Mogul mit seinen marodierenden Truppen anrichtet? Nun, ihr wollt also Fisch. Ihr bekommt ihn im Tausch gegen Wurstwaren. Verstanden. Mhm. Hier wäre... Wer wild? Gut. Jawohl. Jawohl. Schon unterwegs. Oh, eine Wie Ruine. Ihr wünscht. Verstanden. Zwar mit einem Tiger, aber das ist jetzt nicht ganz so wild. Jawohl. Das Geld kommt mir nämlich Jawohl. Zugute. Oder uns. Alles klar. So. Können wir schon gucken, was sie so verkaufen? Fisch, Wolle, Schafe, okay. Und ihr verkauft Stein, Tiere und Salz. Schon unterwegs. Zuerst die Angriffe Kanas, dann die unseres verwirrten Moguls. Wir trauen niemandem, der nicht stark genug ist, sich selbst zu verteidigen. Gulabai wird euch erst anhören, wenn Tela seinen Machtanspruch mit einer Stadtmauer bezeugen kann. Ei! Okay. Die lassen uns nicht rein. Wir können uns aber auch angucken, was sie da im Angebot haben. Weizen.
Ei! Schon unterwegs. Also ja, ich könnte theoretisch hier oben selber ein bisschen Weizen anbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Um meine Nahrung zu entlasten. Das andere wäre, ich nehme die beiden Territorien ein. Ach, der Weg nach da unten ist ein bisschen doof. Verstanden. Das Kloster von Mithrasch, mir wird Tela folgen, aber ihr müsst zuvor beweisen, dass ihr das Vertrauen der Dörfer in dieser schweren Zeit gewinnen könnt. Ei! Schon unterwegs. Das ist auch kein Problem. Die wird uns dann wahrscheinlich mit Eisen versorgen, ja. Eisen und Kühen. Ja, hier hätte ich halt Grünfläche für Vieh. Jawohl. Banditen. Schon unterwegs. Auch okay. Oh, Ruin. Ei. Den nehmen wir gerne mit. Auf euren Befehl. Verstanden. Also ja, was Tiere angeht, bleibt mir eigentlich keine andere Wahl als... Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Wo geht's hier hoch, bitte? Ach, hier drüben wahrscheinlich. Auf euren Befehl. Die beiden Sektoren einnehmen. Ei! Schon unterwegs. Jawohl. Alles klar. Verstanden. Das geht halt eigentlich sicher durch. Jawohl. Ja, tut es auch. Die Regenzeit hat wünscht. Eingesetzt. Oder auch nicht, weil Regenzeit ist. Wie ihr wünscht. Ja, nicht erreichbar. Ja, gerade im Augenblick kann ich nichts machen, außer warten.